Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge After Humans. Ja, wir könnten jetzt losgehen. Ja, wir haben ja in der letzten Folge einiges gemacht und, in den letzten Folgen. Ja, wir haben viel vorproduziert, sag ich mal. Wir haben schön Essen gebraten, wir haben dies gemacht, wir haben jenes gemacht, wir haben Rucksäcke vergrößert und so weiter und so weiter. Und ich habe dann hier beendet. Ohne zu schlafen. Ohne zu schlafen. Ja. Also. Ich habe mit den Mods ein bisschen rumgespielt. Ich wollte halt wieder Atmos wieder reinmachen. Weil das gibt's hier in After Humans leider nicht. Das heißt, es gibt ja auch kein schönes Wassergeplätscher, sondern nur dieses Plitsch. Und keine Vögelgezwitscher und so weiter und so weiter. Und ich finde, das fehlt mir schon sehr. Naja, ich habe die Mod versucht reinzumachen, hat nicht geklappt am Ende. Und ich wollte das die Mod halt testen, bin eingeloggt und ich war sofort tot. Ich konnte nichts machen. Ich war tot. Von Zombies verprügelt. Nun denn, alles kein Problem gewesen. Hätte ich das Bett nicht dort abgerissen und hier aufgebaut. Das heißt, der Spawnpunkt hier war futsch. Also der Spawnpunkt da hinten war futsch. Das heißt, ich bin ganz am Anfang wieder gespawnt und musste diesen langen Weg hierher wieder zurücklaufen, was über 2000 Meter waren. Hier könnt ihr sehen, 17 Meter. Naja, ich glaube, das waren 2200 Meter ungefähr. Naja, ja, hier wird das zwar alles schön gespeichert und so weiter. Okay, das war jetzt Facebook, sorry. Wird alles schön gespeichert, aber ich drücke auf B. Wir haben keinen B-Rucksack mehr. Shift B, weg. Futsch, Futschikato. Das ist nämlich das Problem, leider. Rucksäcke auf dem B-Slot werden leider nicht mitgespeichert. Dafür aber mittlerweile die ganzen Sachen von Tinker's Construct. Das heißt, die ganze Rüstung wäre dann, also das ganze zusätzliche wäre dann eigentlich hier drin. Na gut. Als ich hier da war, war natürlich der Rucksack weg. Das heißt, wir haben all unser schönes Fressen komplett verloren. Also all unsere unser Werkzeug. Zum Glück habe ich die Rohstoffe wieder da rausgenommen. Und ja, alles weg. Ach ja. Bevor wir weitergehen. Wegpunkte, tot, aus. Lösche ich später, weil das würde ich gerne, da würde ich gerne später mal einen Friedhof machen. Wo ich dann all unsere Tode dann dokumentieren werde, sag ich mal. Naja, auf jeden Fall. Wow, ist das eine Riesenschlange. Auf jeden Fall haben wir alles an Kartoffeln, gebratenen Kartoffeln verloren. Was echt scheiße ist. Aber naja. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Hallo Schlange. Na gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall durch die Gegend. Bei schöner Final Fantasy Musik. No.
Die Kühe hier nehmen wir noch mit. So. Und das Schwein dann nehmen wir noch mit, wegen dem Hut. Schwein, Schwein, Schwein. Schwein, 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 Schwein. Ja. Übrigens könnt ihr auch sehen, dass ich hier ich glaube hier bin ich gestartet. Nee, oder irgendwo. Wobei, nee, ich glaube, ich müsste ja hier gestartet sein. Dann muss ich einfach straight einfach hier so durchgerannt sein. Aber zack, hier habe ich dann bisschen was anderes gemacht, zum Beispiel Holz sammeln und so weiter, und habe dann, ich glaube hier, oder war das irgendwo hier auf jeden Fall, ich glaube da, habe ich ein Boot gebaut und bin dann komplett gerade einmal da durchgerast, habe dann entdeckt, dass ja, dass das böse Biom ganz schön böse ist. Ja, naja, ganz schön böse groß vor allem. Die Krone gebührt nur mir. Hallo, große Schlange. Danke. Es wird gleich dunkel. Ach, das ist... Oh. Ach nee, wir haben ja... Wir haben genug Stein. So, die ganzen Gärten, die wir finden, nehmen wir alle mit. Wahnsinn. Wie gerade das hier ist. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Ich habe die jetzt ein bisschen lauter gestellt. Weil mir ist aufgefallen, dass mein Mikrofon ziemlich... Ich mache es doch noch ein bisschen leiser. So. Oh, wir haben auch die ganzen Öfen, glaube ich, verloren. Ja. Oh, es ist zum Kotzen. Das ist wirklich zum Kotzen. Jetzt muss ich Stein suchen. Nope. Nope. War hier was da? Nein. Hier? Nein. Mist. Da. Holz hätte ich auch mal suchen können. Na toll. Da. Wieso habe ich das jetzt? Egal. Ja, Feuerwerk. So, wo war jetzt das ganze Essen dran? Nehmen wir das hier.
Ach Mensch. Das macht mir alles so traurig. Oh, Entschuldigung. So traurig. Hoppala. Währenddessen kann ich ja... eine Schaufel und eine Spitzhacke machen. Und ein neues Schwert. So, neues Schwert. Brauche ich noch irgendwas Neues? Nein. Ach, ich habe ja noch meine Ofenkartoffeln hier. Die letzten Ofenkartoffeln. Nein! Oh, dann schlafen wir mal. Hallo. Komischer Baum da hinten. Pop. Hey, da ist was. Eine Laterne, glaube ich. So. 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 Wir haben ja keinen B-Rucksack mehr. Die Fackel nehmen wir aber noch mit. So. Hallo. So, wo war noch mal? Da hinten war das doch, ne? Ja. Ich tausche mal das Schwert, weil das lila Schwert würde ich nämlich gerne dann ausstellen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gefunden hatte. Pop. Hm. Pop, pop. Schienen. Gibt's hier drunter irgendwas? Mache ich das hier komplett kaputt? Nee, da ist nichts. Na gut. Ich lasse das. So,
Wo gehen wir denn jetzt hin? Also, Richtung Nordwest. Würde ich sagen. Hallo Schafe. Da ist was zum Grabbeln. Was zum Grabbeln. Der Boggy grabbelt gerne. Ich fühle mich so ein bisschen benebelt. Ach so. Stimmt. Zum Zurückgehen habe ich ja die Monster ausgeschaltet. Weil ich mitten in der Nacht gespawnt bin. Alter, wie viele Blumen hier. Schöne Gegend hier. Schlacke. Und irgendwas habe ich aufgesammelt. Nein, die Kühe. Die Küche, genau. Die Kühe lasse ich in Ruhe. Oh Gott, nein. Hallo, Mare. Ich kann nicht mehr. Ein ziemlich verranster Wolf. Zuckerrohr nehme ich mit. Und die Ziege nehme ich mit. Die gefällt mir. Schwede. Ah. Oh. Meins. Hallo. Ist das ein Zauberwald? Das ist ein Zauberwald. Okay. Oh, boah. Alter Schwede. Coole Gegend hier. Gefällt mir aber nicht komplett wegen dem Meeresbiom da hinten. Oh, was ist das? Was ist das? Wow. Wow. Oh. Kann das angehen, dass das hier so eine große Mine ist? Jetzt, Schwein! Ne, hört hier schon wieder auf. Da ist auch nichts weiter, oder? Nope.
Oh. Oh. Was leckeres Phrasen. So, dann wollen wir rein. Rein, rein, rein. Nee, das nicht. Das würde ich gerne hier drin behalten. So. Pop, pop, pop. Mana-Bären. So. Es wird wieder dunkel. Da oben ist noch eine Mana-Beere. Die nehme ich auch noch mit. Wow! Was war mit der los? So, gute Nacht. So, guten Morgen. So. Meins. Was haben wir hier? Avocados. Ich nehme einfach mal eine mit, weil ich nicht weiß, ob wir... Ah doch, so ein Ding haben wir. Ja. Da ist noch eine Mana-Bohne. Komm, die nehmen wir auch noch mit. So, haben wir hier irgendwo noch etwas? Ja, eine Mana-Bohne. So. Weiter geht's. Moment mal, habe ich eigentlich... Ja, die Mana-Bohne habe ich mit. Das ist so ein Pilz. Na, 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 na. Und na. Meins. Chemnitz. Dresden. Hamburg. Osnabrück. Düsseldorf. Hä? Nein, 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 nein! Nicht so eins!
Ja, kannst du haben. Toll. Den nehme ich mit. Na. Alter. Wisst ihr, was da... Ach nee, oh, ich bin ja weggeflogen. Stimmt, ich hoffe, ich bin weit genug weggeflogen. Oh, scheiße. Wenn ich da nicht mehr hinkomme... Alter, dann sind unsere ganzen Sachen weg. Au. Hier bin ich aber das letzte Mal nicht entlang gelaufen. Scheiße. Als Maul. Ja. Hast du Pilz. So, ich sammle hier das ganze, die ganzen Dinger hier auf, damit ich nämlich unterwegs zu essen habe. Ich würde nämlich sonst hungern. So, die nehme ich jetzt so mit. Mann. Ach, ist das Kacke. Dahin müssen wir, ne? Ja. Das nächste Bett, ne? Lass ich da. Ach, ist das zum Kotzen. Können wir schon mal drei Dinger holen. Drei. So. Kotzkrampf. Und ich werde nicht rennen. Idioten.